Billigste Produkt von Hermes. Dieses Mal ist die Tüte richtig komisch eingepackt, weil man hat hier nicht so Henkel, sondern einfach so eine kleine Kulturtasche oder wie man es auch immer nennt. Aber wir packen das jetzt gemeinsam aus. Ich muss sagen, das ist auch tatsächlich das günstigste von allen Sachen, die ich jemals in der Reihe gekauft habe. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber auch für den Preis kein kleines Stück gerechtfertigt, also am liebsten würde ich es wieder zurückgeben. Okay, also ich kann euch jetzt erstmal so den Inhalt zeigen. Ich glaube, man erkennt noch gar nicht, was es ist. Aber sie hat mir hier wieder eine kleine Parfümprobe reingelegt, aber es sieht alles irgendwie super lieblos aus, nicht so wie bei den anderen. Okay, ich hole das jetzt raus. Schreibt mir schon mal in die Kommis, bei welcher Marke ich als nächstes das Billigste kaufen soll und drückt aufs Plus, um das nicht zu verpassen. Und wir haben hier einmal so eine eklige, gammelige Handseife und ich muss euch zeigen, wie die aussieht, weil die sieht nämlich auch, also wirklich, wow, aber sie riecht wirklich richtig gut. Was mögt ihr eigentlich lieber, solche komischen Seifenspender oder solche Handseifen? Ich habe immer Angst, dass an solchen Dingern Schimmel dran ist. Okay, oh mein Gott, ich muss mich ein bisschen beeilen. Das sieht aus wie eine 1-Euro-Balea-Seife für 31 Euro.